Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Pokémon Insurgents. Im letzten Part sind wir hier vor diesem grünen Teichding stehen geblieben und setzen jetzt nochmal die Quarzflöte ein und da ist Shaymin. Hey! Nach Tara wurde... Ich bin verwirrt, egal. Jedenfalls ist es jetzt schönes Wasser und ich kann darüber surfen. Oh, was ist das? Ah, DNA von der einen. Okay, dann verwandeln wir uns mal, ne? Hier, Audrey. Miu. Oh, ich sehe plötzlich so schick aus. Warum sehe ich nicht immer so aus? Oh je, wo muss ich hin? Kann man das einer sagen, wo ich hin muss? Irgendwer? Oh je, von wo kam ich denn? Tja. Ich glaube, es gibt keinen anderen. Also gehe ich mal hier lang. Dann. Ja, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen, ne? Ich weiß ja, wo ich hin muss. Zu dem Ding, wo man nicht durchkam. War das das hier oder war das das oben? Das Teleport-Ding. Das hier? Ah. Ja, tatsächlich. Okay. Okay. Ich habe sie bekommen. Oh, warum bin ich nicht mehr meine Freundin? So. Ach, Mio ist so praktisch. Oh, da ist sie ja schon. Wusstest du, dass 97% des Ozeans unerforscht sind? Oder ist Kyogre? Oh je. Es bedeckt den größten Teil unseres Planeten. Und trotzdem wissen wir kaum etwas darüber. Wir wissen mehr über den Mond als über die Meere der Welt. Was für tolle Pokémon könnten dort unten existieren? Nein, habe ich nicht, was auch immer. Vor 30 Jahren, als Kyoko zum ersten Mal von Team Aqua herbeigerufen wurde, das ist 30 Jahre her, das ist echt lange, wurde das Wetter wild. Tonnen von Dingen wurden aus den Tiefen des Ozeans hervorgespült. Die meisten waren unwichtig. Flaschen, Schuhe, vielleicht ein paar Perlen. Und seltene, noch nie gesehene Pokémon. Eine Krake, die ähnlich aussah wie Tentache, aber viel höhere Statuswerte hatte. Eine Entwicklung. Eine, die nur unter hohem Wasserdruck entstehen konnte. Ein Pokémon mit Statuswerten, die so hoch waren wie die eines legendären Pokémons. Und, Forschung zeigen, dass da hunderte mehr sind. Natürlich wurde es geheim gehalten. Es wäre schrecklich, wenn jeder wüsste, was für Kreaturen der Ozean in sich hat. Was? Beinhaltet. Beinhaltet. Jeder würde versuchen, sie zu fangen. Und zwar mit gutem Grund. Zum Glück, zeigt sich, dass diese Pokémon nicht ansatzweise so stark sind, wenn sie aus dem Wasser herauskommen, als wenn sie drin sind. Weißt du, warum wir hinter Kyogre her sind? Es ist unglaublich stark und mit dem blauen Orb wird es eines der stärksten Pokémon auf der Welt. Weißt du, wo sein wahres Talent liegt? Kyogre ist wie Poseidon. Das ist kein super Titel, was? Kyogre ist der König im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin nicht sicher wie, aber es hat die Macht, die Kreaturen des Ozeans zu kontrollieren. Oh, schön. Sicher, Kyogre zu besitzen wäre super. Aber eine ganze Armee von Tiefsee-Pokémon, die alle die Stärke von legendären Pokémon haben, wir wären unbesiegbar. Und jetzt, da wir Lugia haben, das einen Sturm kreiert und alles überflutet, wird meine Armee stärker als sie zuvor. Schön. Kyogre ruft nach dem ersten meiner Bestien aus dem Ozean. Noch tiefer, als wir es überhaupt sind.
eine nach der anderen, Biest nach Biest, wird der Abyssalkult stärker. Oh, schön. Bisher konnte ich noch nicht starten. Nicht bis ich eine Kraft habe, die genug Power beinhaltet für Kyogre und Lugia. Und jetzt, da ich aber jetzt ein Stück dieses Kristalls, das eines der Macht des Augurs, dem Augur die Macht gab, habe. Schön. Gut, dass das nur deswegen funktioniert, weil ich den Kristall zerstört habe. Nein, warte, habe ich ihn zerstört? Nein. Ja, es war nicht meine Schuld. Damien ist schuld. Ich habe alles verloren, nur um dieses Ziel zu erreichen. Mein Leben, mein Kind und mehr. Sie hatte ein Kind? Aha. Und du bist jetzt gekommen, um mich zu stoppen? Das ist bestimmt wichtig, dass sie ein Kind hat. Oje, ich ahne Übles. Ich werde mich jetzt um dich kümmern, bevor die erste Kreatur erscheint. Du hast keine Chance. Hatten wir nicht schon gekämpft? Können wir das bitte lassen? Ich bin bestimmt nicht stark genug. Oh je. Ach, das geht ja 55. Was bist du, Gestein und Geist? Ja. Oh. Du konntest dich nicht bewegen. Oh, natürlich hat es Überreste. Diese Musik macht mich so fertig, wenn wir gegen sie kämpfen. Das ist so... unheimlich. Und Beedrill. Ja, ich möchte tauschen. Und zwar... Oh. Aha. Meine Pokémon sind gar nicht alle vollgeheilt. Das ist aber dumm. Das ist aber sehr dumm. Nein, das gibt kein Mega-Bibo. Der hat kein Mega-Bibo. Ach nö. Ich weiß, dass es das gibt. Oh, es hat es nicht besiegt. Komm schon, bitte One-Hitters. Bitte, bitte. Nein, kein bisschen. Nicht mal ansatzweise. Okay. Hypertrank. Hypertrank. Oh, ich habe ja noch 10. Das ist ja viel. Oh je, Mine. Das hat vorhin nicht so viel Schaden gemacht, oder? Bitte nicht. Bitte nicht besiegen. Nein! Oh. Ganz umsonst geheilt. Ist das nicht schön? Wenn man ein Pokémon heilt und das war ganz umsonst. Klasse. Was haben wir denn hier? Nein, 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 nein! Oh nein! Was ist denn falsch mit Mega Bibor? Das kann doch nicht sein. Dass mich das gerade so fertig macht. Ich glaube, ich nehme das. Bitte mach nicht zu viel Schaden. Komm schon. Nein! Was? Ich will nicht wieder durch dieses ganze Ding durchlaufen. Oh nö. Ich glaube, das kann ich nicht gewinnen. Das Mega Bibor ist irgendwie ein bisschen krass. Und mit einem Ruckzuck-Hieb werde ich das ganz sicher nicht down bekommen. Aha, schön, dass das super effektiv ist. Oh, es macht so viel Schaden zum Glück. Das ist schwierig. Komm schon, bitte. Ja. Puh. Okay, wir haben Mega Bibor down. Okay, das war ja gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, was das für... Oh, ich habe jetzt 2 besiegt. Ach, schön. Ich muss erstmal heilen, bevor ich irgendwas machen kann. Muss ich erstmal alle anderen heilen. Oh, ich habe noch Sonderbonbons. Das ist cool. Das sollte ja nicht zu viel Schaden machen. Okay. Das war nur ein Crit. Aber ich glaube, das Ding kann doch sicher Krabhammer, oder? Das... sollte mir sicher wehtun, aber ich belebe jetzt erstmal ein paar Pokémon wieder. Ach, Schwertanz. Schön. Nett, dass du sowas Tolles einsetzt. Können wir das bitte lassen mit dem Schwertanz?
Du willst nicht wirklich Guillotine einsetzen. Das geht ja mal gar nicht. Das macht man nicht. Das wird ja einfach eine K.O.-Attacke auf mich einsetzen. Okay. Das, wird mir langsam ein bisschen zu viel geboostet. Mal gucken, ob, ja. Wahrscheinlich greift es jetzt an. Ja, natürlich. Und es crittet. Warum crittet sie die ganze Zeit? Das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach nicht fair. Tja, ich hoffe, es ist langsamer als mein Pokémon. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Oh, doch. Komm schon. Komm, nein. Ach. Ja, es ist paralysiert. Bitte triff nicht. Ja, damit triffst du sowieso nicht. Okay, das geboostete Ding ist schon mal weg. Haha. Level up. Okay. Da wechseln wir vielleicht besser aus. So, ich hoffe, ich bin schneller. Ja. One-Hit? Nein, warum ist es kein One-Hit? Oh. Da ist mein Pokémon vergiftet. Super. Das macht ja Spaß. Ha. Okay. Pongus. Nein, ich möchte nicht wechseln. Komm schon, bitte one-hitte das. Glück gehabt. Und ein Level up. Will-O-Wisp. Ist das nicht zum Verbrennen? Ja. Machen wir das mal weg. Das setze ich eh nie ein. Von dem her kann ich das auch einfach wegmachen. Und das letzte. Okay. Gut, dass das nicht viel Schaden gemacht hat. Oh, gecrittet. Aha, ich hatte auch mal Glück. Das gibt's nicht. Seit wann habe ich mal Glück? Und tschüss. Haha. Oh Mann. Hm, nicht schlecht. Das Mega-Bibor war schon echt krass. Wie beschämend. Ich kann nicht glauben, dass ich gegen dich verloren habe. Aber ist auch egal. Ich kann das Wasser schon sich bewegen sehen. Meine Armee wird bald erscheinen. Und dann Miri und dann. Ja. Und dann würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Hey, ist das nicht nett von mir? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr wohl morgen vorbeigucken. Bis dahin, macht's gut und tschüss.